Ja, moin moin, der 24. Spieltag steht an. Der HSV tritt am Sonnabend um 13 Uhr bei Erzgebirge Aue an. Das Spiel wird mit ca. 16.000 Zuschauern ausverkauft sein. 1.800 beträgt das Gästekontingent. Bei mir ist wie immer unser Cheftrainer Dieter Hecking und steht Ihnen jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung. Sven Töllner, Sky Sport News. Herr Hecking, um nochmal den Bogen zu ziehen von letzter Woche auf das kommende Spiel. Sie hatten die Niederlage ja zu großen Teilen auf Ihre Kappe genommen. Ziehen Sie da für Ihr Coaching im Hinblick aufs Spiel und am Spieltag jetzt Rückschlüsse, was Sie da grundsätzlich besser machen müssen? Ja, wenn ich das sage, werde ich das gemacht haben, klar. Na, und das sind Dinge, die sind intern sehr, sehr wichtig, extern unwichtig. Thorsten Vorbau macht weiter vom NDR. Herr Hecking, war es für Sie eine besondere Woche nach der Derby-Pleite? Also muss man da anders mit den Spielern rumgehen, weil sie dann doch, wenn man die Aussagen gehört hat, doch tiefer in den Kleidern hängt als eine normale Niederlage? Ist man da anders gefordert? Ja, manchmal verstehe ich Fragen nicht. Ja, und warum sollen wir nicht enttäuscht sein? Ja, also mal ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, als wenn man meint, dass die Kabine jubelnd durch die Kabine gelaufen worden wäre. Ja, und das ist nicht der Fall. Und wir müssen nicht anders umgehen mit den Spielern. Wir müssen die Situation bewerten, wir müssen das Spiel bewerten. Das ist unsere Aufgabe. Und das bei aller Emotion, die uns natürlich nach dem Spiel auch getroffen hat und dass das auch einen Tag länger gedauert hat, um auch selber wieder in die Spur zu kommen, das ist für mich ganz normal. Und trotzdem, ja, die Niederlage hat richtig wehgetan, die tut auch heute noch weh, die wird auch in einem halben Jahr noch wehtun. Das werden wir uns nicht von lösen können. Das ist bei uns genauso wie bei den Hardcore-Fans, bei jedem Fan. Ja, aber irgendwann musst du aber den Punkt erreichen, den Turnaround erreichen. Sprich, du musst den Kopf hochnehmen, du musst versuchen, deine Ansprache wieder auf das Wesentliche zu kommen. Und das ist dann erstmal eine ganz nüchterne Analyse, was ist gegen Pauli schiefgegangen. So, und das haben wir gemacht in der ganz normalen Art und Weise, wie wir es vielleicht auch schon nach dem Hinspiel gemacht haben. Ja, und du kannst es nicht zurückholen. Damit kann ich mich nicht lange aufhalten. Dafür steht das nächste Spiel an. Und wenn wir jetzt keine Spiele mehr hätten, ja, dann könnte ich mich weiter damit beschäftigen. Und nochmal, Sie können mir glauben, dass die Mannschaft sehr, sehr niedergeschlagen war nach dem Spiel und nicht nur einen Tag, wie sonst mal nach Niederlage. Es hat schon ein bisschen länger gedauert. Ja, und wir müssen gucken, dass wir das bis Samstag wieder aus den Köpfen raus haben und am Samstag den Faden wieder aufnehmen. Und das ist das Allerwichtigste. Alles andere kann ich mir heute nichts mehr für holen. Ne? Danke. Marco Scholz von Rautenperle. Mikro kommt. Herr Hecking, Sie haben sich ja vor die Mannschaft gestellt, ein bisschen haben die Schuld auf sich genommen, haben gesagt, man muss auch den Zusammenhalt nach außen ein bisschen leben. Jonas Beuth hat das Ganze nochmal unterstützt mit seinen Zitaten unter der Woche. Wie hat sich denn die Mannschaft jetzt präsentiert? Wie haben Sie die Mannschaft erlebt? Müssen Sie oder haben Sie mit der Mannschaft auch noch andere Maßnahmen ergriffen, unterhalb der Woche mit Spielern gesprochen und dergleichen? Gab es irgendwas, was anders war als sonst? Nein, es ist nichts anders gelaufen. Ich spreche auch nach Siegen mit meinen Spielern, auch in Vier-Augen-Gesprächen, genauso wie nach Niederlagen. Und genau das ist das. Man muss jetzt nicht hier alles über den Haufen werfen, was über 8 Monate doch relativ gut gelaufen ist. Und jetzt gleich sofort nach einer Derby-Niederlage alles in Frage zu stellen, ich jetzt als Cheftrainer meiner Art, werde das nie tun. Ja, ich werde immer versuchen, auf einer sachlichen Art und Weise mit den Spielern, wo ich meine, wo es wichtig war, nochmal zu sprechen. Das habe ich gemacht. Da habe ich ihnen nochmal meine Sichtweise dargestellt, was ich von einzelnen Spielern erwarten darf, was nicht. Das ist passiert und wie gesagt, da bin ich eigentlich sehr rationell denkend. Vielleicht fehlt mir da manchmal auch die Emotion dafür, ja, dass ich dann einfach auch mal für alle öffentlich sichtbar oder auch für meine Mannschaft noch sichtbarer meinen Frust auch mal rauslasse. Aber so bin ich nicht, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wenig bringt. Ja, dass man seine Emotionalität gerade nach solchen Spielen freien Lauf lässt. Das ist, ich verarbeite das anders, verarbeite das auch mit meinen Mannschaften anders und da kann man manchmal gut mitfahren, manchmal wird man weniger gut mitfahren. Die Antwort werden wir in den nächsten Wochen sehen, ob das richtig war oder nicht. Christine Kramer von Sat.1. Danke. Aue ist Tabellenneunter. Das Hinspiel haben Sie klar gewonnen. Was für ein Spiel erwarten Sie am Samstag? Ja, eigentlich das, was ich immer auswärts erwarte. Ja, volle Hütte.
einen hochmotivierten Gegner, der bislang auch in der Rückrunde, das heißt bislang auch in der Rückrunde nicht so gut gespielt hat, rein punktetechnisch noch nicht so dasteht, wie sie es zum Anfang der Saison gemacht haben. Trotzdem eine Mannschaft, die sicherlich uns alles abverlangen wird. Bedingungen hoffen wir, hab gehört, Schneefall in Aue. Ja, müssen wir gucken, wie das Wetter da auch ein bisschen mitspielt, wie die Platzverhältnisse am Ende des Tages sein werden, ob es ein reines Kampfspiel wird, ja, oder ob man doch auch Fußball spielen kann. Das werden wir alles sehen müssen. Ja, aber eigentlich erwarte ich nichts anderes wie in allen Auswärtsspielen. Alle, die im Stadion sind, die nicht für den HSV sind, werden gegen uns sein und werden versuchen, uns ein Bein zu stellen. Die Herangehensweise hat uns bislang verfolgt auswärts und wird uns auch in den nächsten Auswärtsspielen verfolgen. Lars Pegelow, NDR 90,3. Herr Hegging, ist das, was jetzt hier so ein bisschen thematisiert wird, so die Fragen und auch das, was Sie dazu sagen, ist das so das, was Sie auch in der Vorrunde ab und an bemängelt haben, so ein latenter Krisenmodus, der immer schnell auftaucht, gegen den Sie dann vielleicht auch intern was tun müssen, damit er sich nicht festsetzt? Also ich finde das alles ganz normal. Auch wenn ich mich hier vielleicht manchmal ein bisschen anders positioniere. Ja, also all das, was hier in den letzten 8 Monaten passiert ist, ist für mich normal. Ja, wie ich damit umgehe, das ist meine Art und Weise. Ja, und ich kann vielen nichts abgewinnen, ja, weil ich einfach anders denke, wie viele Menschen, die dann immer nur skeptisch sind und immer nur das Glas halb leer sehen. Das ist nicht meine Herangehensweise und ich glaube, dass sie auch total falsch wäre. Ja, natürlich kann ich auch nicht alles kunterbunt hier anmalen und sagen, alles ist toll. Das habt ihr aber auch noch nicht von mir erlebt. Also ich versuche immer auf einer Skala von 0 bis 10 irgendwo zwischen 5 und 6 zu pendeln, dass mich die Ausschläge nicht so treffen, wenn da mal Ausschläge kommen. Und damit fahre ich sehr, sehr gut und das versuche ich auf meine Mannschaft zu übertragen, ja, dass sie da einfach auch die Gewissheit haben, unser Trainer ist dann doch ein Stück weit ausrechenbar, weil ich glaube, Hektik und Hektik verbreiten, das machen schon sehr, sehr viele um den HSV, ja, und das widerstrebt mir. Ja, das, was der Jonas Bold auch gesagt hat und ich auch letzte Woche schon mal, dieses Wir-Gefühl, das halte ich, und das habe ich auch irgendwann mal, das könnt ihr in euren Notizblöcken mal nachgucken, das Ganze wird sich zeigen, wenn es mal nicht so rund läuft. Wie stark ist dieses Wir-Gefühl? Und darauf bin ich gespannt, weil die ganze Arbeit ist darauf ausgerichtet, dass wir es nur gemeinsam schaffen werden. Und das eine oder andere lese ich ja dann auch und ich fand heute eine Berichterstattung ganz gut. Ja, aber sie trifft es im Endeffekt. Und ich habe nichts anderes seit 8 Monaten gesagt, dass wir gut sind, ja, aber vielleicht auch irgendwo noch ein Stück weit was fehlt. Und das ist das, was ich seit 8 Monaten sage. Und ich habe gesagt, dass es bis zum Ende des Spieltags eine sehr, sehr Saison wird, die sehr, sehr spannend verlaufen kann, auch mit diesem Dreikampf, der sich jetzt da herauskristallisiert oder vielleicht auch Heidenheim noch. Ja, und nichts anderes tritt also ein. Und deshalb bin ich sehr, sehr, was das alles angeht, sehr, sehr entspannt. Weil für mich ist nichts passiert, was ich nicht schon im Vorfeld irgendwo gesehen oder gewusst habe, was vielleicht passieren könnte. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir jetzt wie Bielefeld mit 6 Punkten Vorsprung auf Platz 3 da stehen würden. Aber letztendlich kommt es dann doch so, wie man sich es irgendwo auch im Kopf hat. Und das ist das, wie ich damit versuche umzugehen, versuche das auf meine Mannschaft in erster Linie zu übertragen. Und wenn ich es dann schaffe, darüber hinaus auch nach außen hin diese Ruhe zu transportieren, dann ist das keine gespielte Ruhe. Wir sind auch nach dem St. Pauli-Spiel sicherlich mal ein bisschen hektischer geworden und auch mal in der Gedankenwelt mal ein bisschen Tabula Rasa gehabt. Das habe ich ja irgendwo versucht auch ein bisschen zu schildern. Und am Ende des Tages musst du dann doch wieder in die Normalität zurückkommen. Ja, und wir haben ein Spiel verloren. Ja, das Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen. Das betone ich nochmal, klar. Ja, ich habe das Mikro gerade nicht aus der Hand gegeben. Ich Versuch eines Themenwechsels, Hacking. Was, wie soll ich sagen, was finden Sie gut am American Football? Was finde ich gut daran? Nein. Ich glaube, auch dazu hat ja der Jonas in erster Linie, weil ich ja die Woche mich ein bisschen erstmal zurücknehmen wollte, was gesagt. Es gibt bei mir immer grundsätzliche Ideen, auch über den Tellerrand zu schauen. Ja, das habe ich immer als Trainer gemacht und wir haben im Trainingslager in Lagos zusammengesessen, mal an einem Abend, war der Trainerstab dabei, Jonas Bold dabei, Lennart Kort dabei, haben uns über alle Themen der Welt mal ausgetauscht, dann kam man irgendwann mal so auf so Ideen, braucht man vielleicht irgendwas Unterstützendes auch mal von außen, wollen wir da noch einen Impuls geben, haben dann verschiedene Namen auch mal diskutiert, dann kam irgendwann der Hinweis auf Patrick. Ja, dann habe ich gesagt, ja, habe ich noch nie was von gehört, so großartig, kenne ich zu wenig, kann ich nichts zu sagen. Dann sagte ich, ja, wir haben ihn in Leverkusen schon mal 2-3 Mal da gehabt. Ja, sage ich, aber so für eine reine Motivationsansprache, das
da bin ich kein Freund von. Und dann hat der Junge gesagt, aber lass uns doch einfach mal den Kontakt herstellen. Ich hatte ihn dann auch schon mal getroffen. Das kam mir dann aber erst bei der Sportlerwahl des Jahres hier in Hamburg. Da haben wir uns schon mal so 5 Minuten unterhalten gehabt. Und dann kam das Bild dann doch klarer für mich. Und dann haben wir mal telefoniert aus dem Trainingslager heraus. Du kannst dir vorstellen mal, dass wir uns mal treffen können. Ich würde mich gerne mal mit dir austauschen, weil mich interessiert das so, American Football. Wie sind da die Voraussetzungen? Was macht der amerikanische Sport anders als der deutsche Sport? Nee, jetzt nicht gerade im Fußball. Und da haben wir uns sehr, sehr gut unterhalten. Und ja, wann können wir uns denn mal treffen? Er sagt, da ist gerade Pech. Ich bin für den Super Bowl engagiert, bin da gar nicht vor Ort. Und aber mich interessiert das auch. Und dann haben wir den Faden letzte Woche wieder aufgenommen, also schon vor dem Derby, haben wir den Faden wieder aufgenommen gehabt. Und dann haben wir uns darauf verständigt, erstmal, er möchte gerne erstmal bei uns über die Schulter gucken. Ja, und das habe ich gesagt, das finde ich gut, guck doch einfach mal rein, ich ermögliche dir das, krieg mal einen Ablauf beim Fußballverein, weg vom American Football, weil American Football ist ja doch mehr Standardspielzüge, die wir so im Fußball ja nicht haben, der Ball ist immer in der Luft zum Beispiel, nicht auf der Erde, ja, so dass man da so ein paar Dinge natürlich Unterschiede sieht, aber eben auch, was so mit dem Team passiert, wie die Amerikaner mit Sieg und Niederlage umgehen, ja, das sind natürlich auch interessante Eindrücke für mich, ja. Ja, und wir werden jetzt die nächsten 10 Tage mal dazu nutzen, uns A, mal näher kennenzulernen, ihm auch möglichst alle Eindrücke zu geben, die es aus unserer Sicht in meiner Arbeit im deutschen Profifußball auch Möglichkeiten gibt. Und was dann daraus nochmal entstehen kann, ob er dann vielleicht irgendwann auch mal ein Training macht oder so, das ist komplett offen. Aber erstmal ist der Kontakt so, dass wir diese Hospitation von ihm haben. Und gestern haben wir schon so fast 2 Stunden zusammen diskutiert über Gott und die Welt, über American Football, über Fußball, übers Derby nochmal. Er war auch im Stadion, ja, wie er das so wahrgenommen hat. Das sind schon unterschiedliche, aber interessante Einblicke, die er uns dann auch gewährt. Und deshalb finde ich das immer wieder gut, dass man auch sich über andere Sportarten mal austauscht und auch andere Ansätze vielleicht nochmal bekommt, andere Trainingsabläufe, wie die das machen, Videobesprechungen. Also ist schon wirklich interessant und es macht mir so nach dem ersten Eindruck sehr viel Spaß. Und wie gesagt, was dabei rauskommt am Ende des Tages, ob Patrick dann mal wirklich mal auch mal eine Ansprache an die Mannschaft halten würde, so wie er es bei der U21 gemacht hat, das ist vollkommen offen. Da sind wir auch noch gar nicht so weit, weil er sagt, ich will auch erstmal ein Gefühl überhaupt für das Ganze kriegen beim HSV. Ja. Wir hatten einige Handzeichen, Kai-Uwe Hesse von der Bild, Kai Fette von der Bild im Doppelpack, gerne nacheinander. Ja, eigentlich hatte ich eine andere Frage, aber zu dem Thema würde ich noch einmal kurz nachhaken. Sie sind ja wahrscheinlich relativ unkompliziert in so einem Umgang, wenn er mal mit dem Spieler spricht, das wird Sie wahrscheinlich nicht stören. Andererseits wollen Sie ja wahrscheinlich schon so die Hoheit haben. Wie ist das so im Alltag? Kann er mit Spielern reden? Soll er mit Spielern reden? Oder wie sehen Sie das? Also ich sehe das genauso, als wenn ich jetzt jemanden hätte, der bei mir hospitiert wegen einem Fußballlehrerlehrgang. Also wenn jemand auf mich zukommt und mich fragt, er möchte gerne mal einen Einblick im Profifußball haben und Jonas Bold, der natürlich da auch eine Entscheidung mittragen muss, ja, ich sage, Jonas ist natürlich auch letztendlich eher Vorstand Sport. Wenn du nicht möchtest, dass wir Internas preisgeben, dann machen wir es nicht. Aber Jonas und ich sind da sehr, sehr offen, weil wir eben sagen, wir haben nichts zu verbergen. Und im Gegenteil, wir können uns gegenseitig gut befruchten. Und von daher ist das für mich eine richtig gute Ergänzung. Und er soll sich überall aufhalten, weil wenn ich jetzt mit ihm nach Amerika rübergehen würde, würde ich auch erwarten, dass er mir alle Türen öffnet, dass ich mal sehe, wie hat arbeiten die Athletiktrainer, was ist Physiotherapie, was ist Medienarbeit, wie wird das beim HSV gehandelt. Ja, und das verstehe ich unter einer guten Hospitation. Ja, weil sonst brauche ich es nicht machen. Also warum soll ich ihm das Gespräch mit dem Spieler verbieten? Ich glaube, dass er auch was zu erzählen hat. Ich weiß auch, dass viele von uns den Super Bowl geguckt haben. Ja, dass wir auch Spieler haben, die daran interessiert sind. Und ich glaube, auch für die Spieler kann das durchaus mal ein interessanter Gesprächspartner sein, sich darüber mal auszutauschen. Also von daher könnte das eine Win-Win-Situation sein, immer im Rahmen der Hospitation. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, so von wegen, er kriegt hier eine Festanstellung. Also da sind wir ganz, ganz weit von entfernt. Okay, dann würde ich jetzt mit der eigentlichen Fußballfrage kommen. Wie sieht es denn mit Adrian Fein aus?
Ja, kann ich noch nicht abschließend beurteilen. Er hat gestern das komplette Training mitgemacht. Ich fand es noch verhalten, was aber ganz normal ist. Ja, erstmal war es gut, dass er auf dem Platz gestanden hat. Und ich glaube, dass man jetzt auch nicht nach einem Trainingstag schon alles beurteilen kann. Ich glaube, dass er erstmal mit einem guten Gefühl aus dem Trainingstag gestern rausgegangen ist, dass er das Gefühl hat, das könnte klappen. Und wie gesagt, da bin ich erstmal froh drum, dass er dieses Zeichen gesendet hat. Aber das wird sicherlich heute und morgen, muss sich das weiter verfestigen. Und das geht sicherlich nur, wenn wir beide, Adrian und ich, davon überzeugt sind, dass es zu 100% Sinn macht, ihn spielen zu lassen. Also mit 80-90% wird es nicht gehen. Kai Fette? Ja, ich möchte nochmal aufs Derby zurück. Du hast ja nun die Schuld auf dich genommen. Was mir aufgefallen ist, dass die Spiele auch nicht so doll waren. Nämlich funktionieren Hand und Schaub im Mittelfeld und ist das eine weitere Option? A, das ist die Frage A. Und die Frage B ist, in Hannover hast du Kinsomi und Harnik gebracht, im Derby noch einmal. Und ich finde, die haben auch nicht funktioniert. Hat dich das Joker-Glück verlassen? Einmal hast du es nicht. Also das kann ich ja auch nicht im Vorfeld einer Einwechslung so sagen und sagen, oh, ich lege dir jetzt die Hand auf, du machst mal wieder ein Joker-Tor. Das ist nicht das, was ich will. Erste Teil der Frage, ja, ist weiterhin möglich, Hand und Schaub. Ja, man muss immer sehen, dass Aaron auch 2 Monate nicht von Beginn an gespielt hat, ja, dass er nicht in dem Spielrhythmus auch drin ist, wie wir es brauchen. Ja, das ist aber oft so, dass Spieler dann eben reingeworfen werden, wenn Verletzungen auftreten, die dann länger nicht ohne Spielpraxis rein müssen. Ja, das weiß Aaron, denke ich, auch selber, dass das nicht seine beste Leistung war im Derby. Ja, aber ich schließe trotzdem nicht aus, dass er wieder spielen wird. Ja, das ist durchaus denkbar. Ja, und was die Einwechslung angeht, nochmal, die beiden Spieler kommen in einer Phase des Spiels rein, wo das Spiel schon ein bisschen gekippt war. Ja, ich habe versucht, mit den beiden auch nochmal einen Impuls zu setzen, wo sie dann das auch nicht so hinbekommen haben, wie die anderen, die vorher 60 Minuten gespielt haben, auch nicht. Also das jetzt nur daran festzumachen, dass die beiden dann nicht den Impuls mehr gebracht haben. Hätte mir gewünscht, dass es besser ist, wenn Martin seinen Schuss, den der Himmelmann gut hält, wenn der einschlägt, dann wird wieder jeder sagen, ja, das war zumindest mal ein Lichtblick. Ja, das darf man alles nicht vergessen. Und wie gesagt, bei Ein- und Auswechslungen geht es oftmals um taktische Maßnahmen. Und manchmal geht es auch, dass man jemanden belohnen will für gute Leistung im Training. Ja, und trotzdem hast du nicht immer die 100%ige Garantie, wie so oft, dass dann auch alles gleich funktioniert. Ja, und das ist bei den beiden Spielern sicherlich gegen Pauli nicht gut war oder nicht das war, was wir uns alle erhofft haben, auch die Spieler erhofft haben, da bin ich bei euch. Marco Scholz von der Rautenperle. Ja, Herr Hecking, Sie haben eben schon das Wetter angesprochen. Inwieweit hat denn die Witterung auch Auswirkungen auf Ihre Aufstellung? Wie wichtig sind zum Beispiel die Bodenverhältnisse? Ja, ich kann es ja jetzt noch nicht abschließend beurteilen, ja, da müsste ich jetzt mal jemanden nach Aue schicken und gucken, wie der Boden ist. Und dann stelle ich die auf die Waage, die leichtfüßigen dann, wenn es schmierig wird und die hartgefrorenen, also wenn der Boden hartgefroren ist, die Schwergewichte. Also keine Ahnung, nein, hat keinen Einfluss. Sven Töllner, Sky Sport News. Andere Seite. Ja. Ich würde gerne nochmal zurück zum Wir-Gefühl. Haben Sie denn derzeit das Gefühl, dass das schon auf eine außergewöhnliche Weise abgeprüft wird, ob das stabil genug ist oder wie empfinden Sie es? Nein, ich empfinde das alles als ganz normal intern. Ja, ich glaube, dass wir nach wie vor genau dieses Gefühl aber auch brauchen und wir brauchen es auch als HSV. Ja, und da hat Jonas, denke ich, sehr, sehr deutliche und gute Worte aus meiner Sicht gefunden. Den kann ich mich nur anschließen. Ja, wir verlieren zusammen, wir verlieren mit unseren Fans zusammen, wir leiden zusammen, genauso wie nach der Derby-Niederlage. Ja, und trotzdem geht jeder damit anders um. Ja, der eine ist relativ schnell wieder mit dem Kopf da und sagt, gut, okay, haben wir verstanden, jetzt muss er auch wieder nach vorne gehen. Der andere braucht 4-5 Tage, um es zu verarbeiten. Dann kommt es trotzdem darauf an, wie kommst du als Spieler vielleicht auch ins Spiel in Aue rein. Also bist du gleich wieder präsent, dann ist das Gefühl relativ schnell wieder da, es geht alles. Ja, und deshalb, also dieses Wir-Gefühl ist aber trotzdem, gerade nach solchen Niederlagen natürlich auch immer wieder, muss das auch zu spüren sein, weil wenn wir gewinnen, ja, dann liegen wir uns alle in den Armen. Das wisst ihr alle, dass es gang und gäbe, ja, dass man Siege deutlich besser im Wir-Gefühl verarbeitet wie Niederlagen. Ja. Aber im Moment sehe ich da auch keinen Anlass, das zu sehr jetzt in den Vordergrund zu stellen. Aber es ist eben auch eine Wichtigkeit, ja, dass man eben auch mit Rückschlägen, das war ein herber Rückschlag, diese Derby-Niederlage, dass man mit denen auch gemeinsam umgeht. Henrik Jakobs vom Abendblatt. Sie haben ja mit Abstand die fairste Mannschaft, sind mit Abstand die fairste Mannschaft der Liga, auch im Derby nur 3 Fouls, keine gelbe Karte.
Jetzt im Hinblick auch auf das Spiel in Aue, ist das für Sie eigentlich eine Stärke Ihrer Mannschaft oder ist das eher ein Problem? Das ist ja auch kein neues Thema. Also erstmal finde ich, dass wir anscheinend vieles gut lösen ohne Foulspiele. Ja, ich fand zum Beispiel, am Wochenende hätten wir die eine oder andere gelbe Karte verdient gehabt. Ja, aber Schiedsrichter Greve hat die lange Leine gegeben und das muss man dann auch berücksichtigen. Ja, wir hatten nicht so eine Szene wie Olsson zum Beispiel gegen Kittel. Ja, das war für mich auch ein total überzogenes Foul von Olsson da an der Mittellinie. Ja, aber solche Situationen, die will ich von meiner Mannschaft nicht sehen, weil es total dumme Fouls sind, die letztendlich dir dann auch nicht helfen. Die helfen dir vielleicht, um allen zu zeigen, wir kämpfen. Ja, aber das bringt uns letztendlich auch nicht weiter. Ja, und deshalb, ich finde, ich lege keinen Wert auf die Fairness-Tabelle. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, werdet am 1.1. der Fairplay-Tabelle, super. Nein, im Gegenteil, wenn wir gelbe Karten uns abholen müssen, die auch notwendig sind, ja, dann macht das bitte. Ja, aber meine Spieler wissen auch, wie ich darüber denke, dass wir keine unnötigen gelben Karten ziehen sollten, sprich reklamieren, sprich unnötige Foulspiele an der Mittellinie, ja, die aus meiner Sicht total vermeidbar sind, ja, und deshalb nehme ich das jetzt so hin, dass wir Erster sind in der Fairness-Tabelle, aber ist so. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Früher durften Sie bei der Fairness-Tabelle noch im League Cup mitspielen, ne? Wenn Sie der Erster waren. Da müssen wir mal Bundesliga. Ja, ich weiß. Ist am Flachs. Wenn man jetzt, ich weiß ja auch, dass Sie eine begrenzte Anzahl von Auswechslungen nur haben, aber oder Einwechslungen in dem Fall. Aber wenn ich jetzt so eine Reihe wäre oder ein Gyro wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich denken, eigentlich könnte der Trainer mich auch mal wieder bringen. Wie sehen Sie die beiden denn so? Ich sehe sie beide gut. Ja, und das ist das Schöne, du machst aus 4 Spielen 10 Punkte, du verlierst ein Spiel und dann wird wieder über Personalien nachgedacht. Ja, das ist das gängige Spiel und ich glaube, ein Khaled Narai und ein Jairo hatte die Vorbereitung verpasst durch den Muskelfaserriss in der Wade. Ja, das sind alles Dinge, ja, wenn es dann gut läuft, bin ich jemand, der dann selten gerne was ändert, weil ich glaube, wenn es gut läuft, dann besteht da kein Grund für. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich mit einem Spieler gesprochen habe, der auch längere Zeit nicht gespielt hat, der mit der Trainer, das kann ich total 100% nachvollziehen, dass sie da nicht gewechselt haben. Ja, und dass sie natürlich auch auf einen Moment warten müssen, wo vielleicht mal eine Niederlage kommt oder mal einer, der auf der Position nicht die Leistung abgerufen hat und dann eben auf die Entscheidung vom Trainer warten. Und irgendwann wird das der Trainer sicherlich dann auch mal machen, da die Konsequenzen aus einer Nichtleistung zu ziehen. Dann liegt es an dem jeweiligen Spieler, mich dann auch zu überzeugen, dass er dann die richtige Wahl ist. Und bei den beiden genannten gerade kann ich nur sagen, dass ich mit beiden im Training absolut einverstanden bin, ja. Und wenn sie ihre Chance kriegen, die sie sicherlich auch bekommen werden in den nächsten Wochen, ja, dann sollten sie dann ihre beste Leistung auch abrufen. Thorsten Vorbau und Sven Töllner für NDR und Sky News. Herr Hecking, noch mehr Schlagzeilen als der HSV produziert der Coronavirus zurzeit, da Profifußballer viel unterwegs sind, sie jetzt auch nach Aue reisen, mit dem Zug fahren. Hat man da jetzt andere Verhaltensvorschriften für Spieler oder andere Hygienemaßnahmen oder reist man anders? Nein, wir reisen ganz normal. Auch da bin ich wahrscheinlich zu sehr der Pragmatiker. Wie viele Corona-Fälle haben wir jetzt in Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern? Ja, also man muss immer ein bisschen aufpassen bei aller, natürlich für die Betroffenen sicherlich keine einfachen Situationen. Ja, wenn es dann auch noch sehr aggressiver Virus ist, der dann auch dazu führt, dass man vielleicht verstirbt, dann ist das natürlich alles andere als gut. Ja, aber man kann sich auch nicht vor alles schützen. Ja, so gehe ich damit um, meine persönliche Meinung. Danach bin ich ja gefragt worden, welche Maßnahmen ergriffen werden, ob unser Arzt, und ich glaube unser Arzt, der Dr. Götz-Welsch, hat das sehr, sehr gut im Blick. Wenn er der Meinung wäre, dass wir irgendwelche speziellen Maßnahmen ergreifen müssten, dann würde er mich darüber informieren. Ist bis jetzt aber nicht passiert. Sven? Rassistische oder menschenverachtende Vorfälle haben sich in letzter Zeit gefühlt ein wenig gehäuft, nicht nur in der Bundesliga. Thematisieren Sie das innerhalb der Kabine und gibt es einen Fahrplan, wenn sowas passiert? Und ganz konkret gefragt, verlassen Sie den Platz, wenn jemand beleidigt wird von Ihren Spielern? Also wir haben Gott sei Dank diese Situation mit dem HSV noch nicht gehabt. Also ich wüsste jetzt, spontan wüsste ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn sowas passieren würde gegen einen unserer Spieler.
Das ist bei uns in der Kabine null Thema, weil man ja auch sieht, wir haben eine Multikulti-Truppe, ja, die aber fantastisch zusammenarbeitet jeden Tag. Und ich glaube schon, dass wenn ein von uns das widerfahren würde in einem Stadion, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir eine Reaktion zeigen würden. Aber wie gesagt, das müsste man abwarten dann für den Moment, wenn es denn passieren würde. Aber ich glaube, das wäre dann ein deutliches Zeichen. Ich wäre zumindest als Cheftrainer dann dafür, ein deutliches Zeichen zu senden, wenn ich das Gefühl hätte, dass ein Spieler von uns in der Form beleidigt werden würde, kann es durchaus sein, dass ich die Mannschaft vom Platz hole, ja. Aber wie gesagt, das ist, wenn ich jetzt hier sitze, ohne Adrenalin, ohne allem. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, sicherlich kurz auch in Absprache dann mit Jonas, ja, weil die Auswirkungen wissen wir dann nicht, was das für Folgen hätte, aber ich bleibe dabei, Rassismus in jeglicher Art und Form lehne ich ab. Henrik Jacobs vom Amblatt und dann kommen wir auch mal langsam zum Ende. Ja, eine schnelle Nachfrage noch zum Thema Patrick Isume. Er ist ja auch bekannt für seine Motivationsansprachen, für sein Mentaltraining. Wie sehen Sie das grundsätzlich? Wie stehen Sie zu einem Mentaltrainer innerhalb einer Mannschaft und wie denken Sie da perspektivisch vielleicht da jemand dazu zu holen? Ich habe das in der Vergangenheit bei anderen Vereinen schon ein paar Mal praktiziert. Ja, es ist immer, es gibt immer zwei Seiten, ja. Wie immer, auch hier in dem Raum, wenn wir jetzt hier eine Mental-Coaching-Stunde machen würden, dann würden von den, was weiß ich, 25 Leuten, die hier gerade im Raum sind, 12 nach Hause gehen und sagen, boah, hat mich angesprochen. 10 würden sagen, naja, lass mich mit dem Mist in Ruhe. Ja, und 2 würden sagen, ja, ich höre es mir nochmal an. So, das ist genauso auch bei Fußballmannschaften. So habe ich es in der Vergangenheit kennengelernt, dass ich halte viel mehr von Motivationsreden, halte ich selber nicht so viel. Wenn man sowas macht, dann gehört eine gewisse Nachhaltigkeit dazu. Ja, und dann wirst du auch in dieser Nachhaltigkeit spüren, welcher Spieler dafür empfänglich ist, weil der wird dann auch von sich aus auf die Person zugehen. Und welche Spieler eher sagen, ja, ich habe es mir jetzt einmal angehört, war auch ein toller Vortrag, aber das reicht dann auch für mich. Ja, das sind so Dinge, die so eine Gruppe beschäftigen. Ja, und generell glaube ich, dass der Fußball, einige Vereine machen es ja schon deutlich offensiver, als wir hier bis jetzt in Hamburg es gemacht haben, dass sich auch da der Fußball öffnen wird und öffnen muss, glaube ich, weil eben doch gerade Spieler mit sehr, sehr vielen Dingen konfrontiert werden, die sie halt auch oftmals nicht selber verarbeiten können. Sie werden zwar auch viel durch ihre Agenturen, durch die Berater aufgefangen, die sich da auch, man schimpft ja auch häufig über Berater und Agenturen, ja, aber es gibt mittlerweile da, denke ich, auch deutliche Zeichen zu erkennen, dass die Berater nicht nur dazu da sind, Spieler von A nach B zu transferieren, sondern eben auch versuchen, ganzheitlich ihn da zu unterstützen. Und da gehört auch so eine mentale Schiene mittlerweile dazu. Und dann ist es natürlich immer schwierig, wenn man weiß, dass einige Spieler schon so mit so einem Mentalcoaching arbeiten, dann nochmal ein Einfluss von uns kommt, wo dann vielleicht auch ein anderer Ansatz gewählt wird. Also das ist immer, das muss man wirklich in Ruhe bewerten. Und ganz, ganz wichtig ist halt, dass die Person, die das machen soll, die muss passen. Ja, also wenn wir jetzt nur einen reinholen, der ein Schaumschläger ist, also da würde man schon im Vorfeld, denke ich, ganz genau hingucken, wer passt zu dieser Mannschaft. Also der vielleicht in Gladbach oder Wolfsburg gepasst hätte, der muss nicht unbedingt in Hamburg passen. Also das ist nicht so, dass ich jetzt sage, so, ich habe da einen, den rufe ich jetzt an und der soll uns jetzt unterstützen. Das wird nicht passieren. Also man muss dann immer schon die Situation sehen und wie gesagt, bei Patrick bitte nicht zu hoch hängen. Das ist bislang im Rahmen einer Hospitation, aber was draus werden könnte, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, vielen Dank für das Interesse und die Fragen. Die nehmen wir noch. Komm, eine zu Aue. Ich habe keinen Hunger, ich muss nicht zum essen. Zum Fußball. Gehen. Na ja. Gut. Dann Kai-Uwe Hesse nochmal für die Bildzeitung. Nicht, dass Sie das hinterher noch bereuen, ne? Nein. Wenn man verliert, gibt es ja auch natürlich immer so Fragen und bräuchte man da noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen mehr. Wenn man gewinnt, fragt man das ja alles nicht. Denken Sie so, diese Leaderfiguren, haben Sie ausreichend gegen Pauli auf dem Platz gehabt? Beim 4-0 hätte es wahrscheinlich keiner gefragt, aber beim 0-2 halt doch. Ja, genau das ist das. Also in den ersten 20 Minuten habe ich 11 Leader gesehen. Ja, das ist eben genau das. Und darauf dann auch immer euch eine Antwort zu geben, die dann alle zufriedenstellt, das kann ich auch nicht. Ja, wenn man dann die anderen 70 Minuten sieht, muss ich sagen, nein, wir hatten die Leader nicht auf dem Platz, die man sich dann in solchen Spielen, in solchen Phasen der Spiele dann auch wünscht. Das ist so. Ja, wir haben jetzt über 8 Monate mit diesem Kader gearbeitet bis jetzt und wir werden auch die nächsten 2,5 Monate mit diesem Kader jetzt das Thema Aufstieg beziehungsweise die restlichen Spiele angehen. Ja, und nochmal, Leader bist du, wenn du auf dem Platz deine Leistung bringst. Die war 20 Minuten gegen St. Pauli da, danach
war eben kein Leader mehr zu sehen, weil wir dann 70 Minuten nicht mehr das hinbekommen haben, was wir uns vorgenommen haben. Und das habe ich ja auch gesagt, dass dann auch vielleicht von mir außen der Impuls nicht so gesessen hat wie in fast vielen Spielen vorher. Ja, und dann war ich dann eben auch im Moment vielleicht nicht der Leader, den die Mannschaft in dem Moment gebraucht hat. Und das meine ich mit diesem Wir. Ja, ich kann mich auch nicht hinstellen, wenn wir gewonnen hätten gegen Pauli 4-0. Ich habe gewonnen. Nein, die Mannschaft hat gewonnen und wir haben als Mannschaft verloren. Und das ist für mich seit 20 Jahren der einzige Weg der Mannschaftsführung, der sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und ich denke, bislang war er auch hier sehr erfolgreich. Das waren jetzt 30 Minuten Leader bei der PK. Ich glaube, das war die längste der Saison. Dann vielen Dank für das Interesse und die Fragen und vielleicht bis Sonnabend in Aue.